Die Homepage von Buch Nievergelt, das ist die Buchhandlung in meinem Quartier. Und Sie sehen, die haben hier ein Video gepostet kürzlich, das ist ihr Instagram. Und sie haben für drei Gimmick-Klassen von mir, haben sie Bücher verschickt. Ich lasse es sogar noch laufen hier. Sie sehen, die mussten ganz viel verpacken und verschicken. Und was jetzt bei Ihnen angekommen ist, ist wahrscheinlich dieses Paket, das Sie hier sehen. Das wurde dann auch, hier sehen Sie nochmal, dann auch ganz viele Pakete zur Post gebracht und heute sind die wahrscheinlich bei Ihnen angekommen. Und ich erkläre Ihnen jetzt hier, was Sie genau damit machen sollen, was die Bedeutung von diesem Paket ist und von dieser Graphic Novel, die Sie jetzt hier bekommen haben, direkt aus dem Velo-Anhänger von Buch Nievergelt, was Sie damit anfangen sollen. Ja, also in Ihrem Paket ist sowas drin. Das ist eine Graphic Novel. Das ist eine, die ich ganz besonders mag. Eine Graphic Novel sieht so ein bisschen aus wie ein Cartoon, wie ein Comic, aber es ist ein Roman. Also der Begriff Novel meint, es ist nicht ein Cartoon Strip, es sind nicht kurze Geschichten, wie Sie jetzt vielleicht die von Donald Duck oder Garfield oder so kennen, sondern es ist ein größerer Text, der auch nicht so klamaukig ist, wie Sie vielleicht das von Asterix, Lucky Luke kennen, sondern es wird eine Art tiefgründige Geschichte erzählt. Also ich zeige Ihnen vielleicht eines meiner liebsten Beispiele. Das ist Fun Fun Home von Alison Bechtel. Bechtel erzählt darin die Geschichte von ihr und ihrem Vater. Eine Geschichte, bei der Bechtel herausfindet, dass sie homosexuell ist und auch herausfindet, dass ihr Vater sich sehr wahrscheinlich das Leben genommen hat in etwas, was Bechtel immer als Unfall verstanden hat. Jetzt diese Graphic Novels erzählen persönliche Geschichten, sie erzählen aber auch in dem Fall hier eine Geschichte von dem Bosnienkrieg, also es können historische Themen sein. Jede Art von Thema kann in einer Graphic Novel dargestellt werden. Jetzt haben Sie so eine Graphic Novel bekommen und Sie haben alle eine andere bekommen. Also ich habe das mit der Buchhandlung so ausgemacht, dass Sie Ihnen alle von der Klasse kriegen einen anderen Text. Das haben Sie jetzt hier so vor sich liegen. Und was ich Sie jetzt bitte zu machen ist, lesen Sie darin. Im besten Fall lesen Sie das Ganze von vorne nach hinten durch, auch sehr genau. Und machen sich dazu Gedanken. Im schlechtesten Fall nehmen Sie sich eine halbe Stunde Zeit, machen mal Graphic Novel Pause, lesen eine halbe Stunde darin und wenn Sie finden, irgendwie geht das gerade nicht, ich finde nicht rein oder das sagt mir nichts oder das ist zu belastend, dann können Sie gerne auch nach einer halben Stunde abbrechen. Zeigen Sie vielleicht auch den anderen Menschen in Ihrem Haushalt diese Graphic Novel, vielleicht gibt es auch andere Leute, die damit was anfangen können. Und nach einer Woche nehmen Sie ein Blatt Papier, das ist jetzt zwar hier die Rechnung von Nievergelt, aber Sie können hier dann ein Blatt Papier nehmen und schreiben kurz Ihre Eindrücke auf. Also Sie können das auch noch mit einer kleinen Zeichnung machen, Sie können es sehr persönlich machen, so dass man weiß, wessen Eindrücke das sind. Dann legen Sie es hier ins Buch rein, vielleicht auch zu einer bestimmten Seite legen Sie es rein und schicken den Text an die nächste Person Ihrer Klassenliste, die bekommen Sie dann von mir, auch mit den Adressen drauf. Und wenn das alle tun, dann heißt es, jede Woche kriegen Sie einen neuen Text zugeschickt, eine Graphic Novel, in der Sie dann wiederum mindestens eine halbe Stunde, maximal so lange, wie Sie brauchen, um das Ganze zu lesen, drin lesen und so einen Eindruck von ganz vielen aktuellen Graphic Novels gewinnen können. Sie wissen, wo Sie mich für Fragen finden. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und hoffe, dass Ihnen diese Aufgabe etwas Spaß macht in dieser Zeit. Danke sehr und bis.